Hallo, herzlich willkommen zu Bake My Day. Ich bin Mira und heute machen wir etwas, worauf ich mich ganz besonders freue. Wir machen nämlich eine Feigentarte. Die ist so lecker und wir fangen gleich an. Und zwar brauchen wir dafür erstmal unseren klassischen Tartboden. Der ist super für alle möglichen Tarts und Pies und sonst was, worauf ihr gerade Lust habt. Könnt ihr befüllen, wie ihr wollt. Und dafür nehme ich als erstes Mehl. Puderzucker. Und eine Prise Salz und vermengen das so miteinander. So. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr euch Butter in Raumtemperatur, tut die dazu und entweder mit den Händen oder mit dem Mixer, wie es euch lieber ist, verrührt ihr das jetzt, also was heißt verrührt oder verknetet ihr das viel eher, sodass eine krümelige, teigige Masse entsteht. Wenn das Ganze dann so krümelig-bröselig aussieht, dann nehmt ihr euch das Eigelb und ungefähr 2 Esslöffel kaltes Wasser und tut die dazu. Seid nicht verführt, mehr zu nehmen, weil klar, der Teig, der wird jetzt erstmal ein bisschen trocken ausfallen und aussehen. Aber wenn ihr geduldig seid und alles gut miteinander verknetet und vermengt, dann werdet ihr einen wunderbaren Teig dabei bekommen. Und wenn ihr zu viel Wasser nehmt, dann wird der Teig nämlich hart später. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Der Teig ist genug geknetet und fertig. Jetzt tue ich den hier auf Frischhaltefolie, drücke den ein bisschen platt, packe den dann gut in die Frischhaltefolie ein und tue den dann für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Und dann geht's weiter. Unser Mürbeteig hat jetzt lang genug im Kühlschrank gelegen und jetzt können wir ihn ausrollen, damit er gleich schön in unsere Form passt. Ich habe hier diese Form mit Butter eingebuttert und dann ein Stück Backpapier ausgeschnitten, das da genau reinpasst. Und darunter so 2 Backpapierstreifen quergelegt, damit ich den Kuchen dann später so einfach rausheben kann. Das müsst ihr natürlich nicht tun. Vielleicht habt ihr auch sogar eine Form, wo man den Boden einfach rauslösen kann. Oder ihr lasst die einfach da drin und schneidet dann sozusagen da euch die Stücken raus. Das geht natürlich auch. So, jetzt habe ich hier meinen Teig. Ich habe den auf Folie ausgelegt und roll den jetzt mit aller Kraft aus, damit der irgendwann halt möglichst groß ist, sodass er dann einfach da reinpasst. Ich den da reinlegen kann und der an den Rändern halt ein bisschen rüberguckt. Ob es schon passt von der Größe her, könnt ihr überprüfen, indem ihr ab und zu mal die Form so drauf legt und guckt, wie viel Teig rüberguckt. Und naja, ein bisschen brauche ich noch. Jetzt sollte der Teig aber groß genug ausgerollt sein. Jetzt nehme ich mir den. Deswegen ist auch praktisch, dass der auf der Glasichtfolie liegt. Und lege den hier einfach drauf. So. Und ziehe die Folie ab. So. Und jetzt einfach dran drücken. So. Den überschüssigen Teig könnt ihr jetzt einfach hier ablösen. Oder mit einem Messer abschneiden. Jetzt nehmt ihr euch eine Gabel und drückt hier so Luftlöcher rein. Und jetzt kommt unser Boden erstmal für 30 bis 35 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Umluft. In der Zeit, wo der Boden schon mal im Ofen ist, kümmern wir uns um die Füllung. Und dafür habe ich getrocknete Feigen und Johannisbeeren. Ihr könnt auch schwarze Johannisbeeren nehmen, die passen auch sehr gut. Und es ist auch nicht schlimm, wenn die gefroren sind. Ihr könnt auch gefrorene nehmen. Erstmal nehme ich hier die getrockneten Feigen. Das sind semi-getrocknete Feigen. Die sind ein bisschen weicher als andere getrocknete Feigen, aber letzten Endes macht das nicht so einen großen Unterschied. Und zerhäcksel die erstmal, weil die ein bisschen härter sind als die Johannisbeeren. Und dann gebe ich die dazu. Und jetzt kommen die Johannisbeeren dazu. Und jetzt tue ich noch Feigenmarmelade dazu. Die kriegt ihr auch besonders gut im türkischen Supermarkt. Und wieder zerhäckseln. Ihr könnt natürlich so lange zerhäckseln, wie ihr wollt, aber ich würde es jetzt nicht zu cremig machen, weil es auch ganz schön ist, wenn da noch so ein paar Stückchen drin sind und so und das so eine rohe, grobkörnige Masse ist. So, die Masse ist schon mal fertig. Riecht auch gut. Und naja, der Boden ist noch nicht ganz fertig, aber ihr könnt euch die Zeit damit vertreiben, indem ihr schon mal eure Feigen nehmt
und die in Stückchen schneidet, weil die brauchen wir dann später zum Garnieren. Einfach vierteln, das sollte reichen. Um den ganzen Kuchen damit zu bedecken, braucht ihr dann ungefähr 12 Feigen. Unser Boden ist frisch aus dem Ofen und auch noch schön warm. Und wir machen gleich weiter, nahtlos, und nehmen uns unser schönes Püree hier und tun das drauf. Und streichen wir das schön glatt. Und wenn ihr das schön glatt gestrichen habt, dann nehmt ihr jetzt eure Feigen und setzt die hier so schön im Kreis, bis ihr in der Mitte angekommen seid. So sieht das Ganze dann fertig aus. Und jetzt kommt der Kuchen nochmal für nur 10 Minütchen in den Ofen, wieder bei 170 Grad, genauso wie gehabt. Und in der Zeit erhitzen wir schon mal ein bisschen von der Feigenmarmelade, die wir noch übrig haben. Die Feigentart ist frisch aus dem Ofen und duftet und dampft und oh. Und jetzt habe ich hier einfach ein bisschen Feigenmarmelade in einem Topf erhitzt, auf dem Herd, damit die besser streichbar ist. Und jetzt habe ich hier so einen Pinsel und bestreiche ein bisschen die Feigen mit der Marmelade, weil dadurch das Aroma noch viel stärker wird. Die ist fast fertig. Jetzt nehme ich nur noch ein bisschen Puderzucker und bestreue das ganz leicht damit, um so den krönenden Abschluss damit zu machen. Und das ist unsere fertige Feigentart. Ich kann es kaum erwarten, die gleich anzuschneiden und zu essen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut euch ja auch die anderen Videos an, abonniert den Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, gebt uns einen Kommentar, wie es bei euch geworden ist und was ihr für Wünsche und Anregungen habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.